Toll, also jetzt sind wir, jetzt ist genug mit Spielen, jetzt wird nicht weiter gespielt. Mensch, wie ich aussehe, ey. Ich habe gerade erst ein neues T-Shirt angezogen, ey. Mensch, ey. Was war das denn jetzt? Kann es sein, dass ich noch meine Spielmütze aufhabe? Ah, pling, pling. Okay. So, jetzt sitze ich mal auf. Ach so, hallo, hier ist der Matti aus Berlin. YouTube-Username Komet Matti. So, das ist noch so ein alter Pappaufsteller mit. So, ja, hier ist der Matti aus. Oh, sag mal, ui, ui, ui. Ich sitze ja eigentlich immer. Ich hasse den Pappaufsteller so sehr. Weißt du, der steht hier auch damit. Mein Kater nicht da hinten hin kann. So, also ich war gerade mit Simba spielen, wie ihr seht. Naja, das ist dann nicht so toll, manchmal so prickelnd. So, und, oh, die Mütze kann man ja gar nicht tragen. Ich nehme mal am besten die hier, die ist besser. So, ihr werdet euch wahrscheinlich wundern, das ist jetzt nicht Pling Pling hier und auch nicht, ja, Phänomen oder so. Nee. Eine Zeit lang habe ich mal so Mützen gesammelt, aller Art. Das ist schon wieder chaotisch hier. So, zack, da. Ich mache mir immer die Haare weg. Also ich habe Haare auf dem Kopf auch. So, dann machen wir die mal weg hier. Das ist wirklich, also würde ich nie auf der Straße rumgehen. Aber die waren mal so für 5 Euro pro Stück. Da habe ich gedacht, Mensch, ey, und ist doch praktisch, wenn du so deine Diamanten dabei hast. Mach ich mir bitte ein Brötchen. Zack, ja. Sie haben das Wechselgeld von 6 Millionen Euro vergessen. So, also diesen damaligen Pappaufsteller, den gebe ich jetzt eine Minute noch. Ihr könnt hinter, im Grund im Hinter sehen, da steht mein Ork. Und ja, jetzt seht ihr mal so die andere Seite. Ach, guck mal, können wir da runter machen. So, worum geht es denn heute? Ja, 3, 4 Minuten verplempert, ohne dass irgendjemand weiß, was ich mache. Heute habe ich mir gedacht, ich stelle mal selbst noch persönlich vor, DVDs, die ich in meinem Besitz habe, Filme, die auf Videospiele beruhen oder umgekehrt. Mal sehen, was dabei ist. Und zeige euch die mal so, dieses klassische Zeigen. Die Uhrzeit sagt 20 vor 2 nachts. Genau, so, da fangen wir jetzt gleich an. Damit ihr euch das mal so ungefähr vorstellen könnt, zeige ich euch, ach warte mal, das könnte ich anders machen. Wartet, 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 wartet. Und dass dieser Button hier kein, dass das Ding hier kein Pausenbutton hat, jetzt machen wir das hier erstmal weg. So, nein. Nee, Schluss jetzt. Bin sowieso schon genervt. So, okay, dann machen wir es hiermit. Ich stelle den Film mal hier so hin. So. Nein. Ja. Das ist ein Film. Das Spiel ist ja hinlänglich bekannt. Das war einer so meiner ersten Shooter auf dem PC. Und während sich Simba seine nicht vorhandenen Eier gleich lecken wird. Genau, und das habe ich damals sehr gerne gespielt. Und dann siehe da, irgendwann kam dann auch mal ein Spiel raus. Ich glaube, das ist von Uwe Boll. Ich weiß es nicht so genau. Die Filme von diesen Herren, Karl Urban und The Rock, machen da mit. Es ist eine Extension Edition. So. Wenn ich das nicht alles schaffe, mache ich noch einen Teil mit. Und ja, ganz witzig war halt in diesem Film, dass darin sich dann so Sequenzen befanden, wo die man wie aus dem Doom so sieht mit der Waffe. Und das war ganz originell. Aber ansonsten würde ich mal sagen, war der Film. Also wie gesagt, alles, was ich hier kritisiere oder lobe oder so, ist mein persönlicher Geschmack. Wenn irgendjemand von euch das anders sieht, schreibt es unter die Kommentare und sagt, der Film war super klasse,
Nein, der Film war super scheiße. Es ist alles in Ordnung. Ich habe jetzt hier eine Behauptung aufgestellt, dass das mit was mit Uwe Boll zu tun hat. Der macht ja teilweise wirklich auch Filme von Jenseits von Gut und Böse. Ich kann das aber nicht lesen. Ich bin einfach zu jung dafür. Ich sehe da jetzt kein Boll. Aber das könnt ihr ja mal googeln. Der macht ja auch meistens solche Filme. Also wollen wir mal so sehen. Mich hat der Film unterhalten. Der ist ab 18, mehr aber auch nicht. So, jetzt habe ich zwar hier gemacht, wo ich die hinmache, die ich schon gezeigt habe. Wo mache ich die hin, die ich noch. So, die habe ich schon gezeigt. So, kommen wir jetzt zum nächsten Film. Und da kann ich jetzt nicht so wahnsinnig viel zu sagen. Dead Alive ist ja jetzt auch immer schön hier auf die Fresse und alles. Es gibt sehr, sehr viele Gamer und Gamerinnen, die sowas unheimlich gerne spielen. Ich gehöre nicht dazu. Das ist jetzt so eine Realverfilmung. Also, was ich noch dazu sagen muss, es muss nicht unbedingt auf ein Spiel basieren, aber ich habe auch Filme hier, die dann eben Spielnamen haben. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt ein Film von Takash Denke. Und Dead or Alive, ich glaube, das hat damit nichts zu tun. Ne? Das ist einfach nur, der Name ist ja nicht gepachtet von denen. Also wie gesagt, es sind Filme, die den Namen haben, was uns an Spielen erinnert. Es sind Filme dabei, die aufgrund von Spielen erschienen sind. Und umgekehrt glaube ich jetzt nicht. Also das, denke ich mal, bezieht sich nicht auf das Spiel, weil das ist ja, die kloppen sich ja da. So, aber und dann haben wir hier Dragon Ball. Ist auch nicht so meins. Also generell Prügelspiele nicht so. Es reicht mir schon, wenn ich mich hier mit meinem Kater täglich prügel, wo ich auch immer den kürzeren ziehe, wie ihr seht. Ihr müsst mal meine Unterhosen sehen. Oh meine Fresse. Und hier geht es darum. Actionreiches Fantasy-Abenteuer. Also, wenn man jetzt zum Beispiel nicht so ein Fan ist von Prügelspielen wie ich, kann ja trotzdem so ein Film unterhaltsam sein. Ich kenne den Film nicht, gehörte trotzdem in meiner Sammlung. Der geht, 8 entfallene Szenen sind da drin. Sprache Deutsch, Englisch, Türkisch, 82 Minuten circa. Und mehrere Informationen könnt ihr euch ja jeweils aus dem Internet holen. So, dann haben wir hier was. Ach so, das ist Uwe Boll, war? Ach nee, das ist der Regisseur von Alone in the Dark. Auch sehr, sehr umstritten. Also, so richtig gute Filme. Also, ich fand die Silent Hill-Filme eigentlich gar nicht so schlecht. Es gibt natürlich auch viele Zeichentrick. Da macht der Jürgen Proch. Ah ja, Regie Uwe Boll. Und hier macht eben der. Prochnow mit der Jürgen Prochnow hieß er, glaube ich, der eben auch bei Das Boot den Kapitän gespielt hat, ist auch sehr trashig. 87 Minuten und ach, sieh mal an, das habe ich mal gebraucht bekommen. Ja, also ich habe ihn mir angeguckt. Ja, ich gehe da einfach nicht mit so einem großen Maßstab ran. Das ist einfach ganz geckig, wenn man so parallel aus den Filmen sieht. Und House of the Dead war ja auch so eine Sega-Geschichte. Auf Dreamcast habe ich es gespielt, wo die Gegner von was weiß ich, wie viele Seiten kamen und du musstest sie dann abballern. So, hier, Hitman. Viele Männer sehen heute so aus, teilweise, manche mit Absicht, manche ja notgedrungen, weil die Haare nochmal die weite Welt sehen wollten. Und Hitman hat mir persönlich, na ja gut, da ist jetzt, ich zeige euch das drin, nur wenn da was Besonderes drin ist, hat mir persönlich eigentlich ganz gut gefallen, muss ich gestehen. Und ich fand den Film jetzt gar nicht so schlecht. Besonders viele Hitman-Spiele habe ich jetzt eigentlich nicht durchgespielt. So, jetzt kommen hier zwei Geschichten, wo es auch Spiele zu gibt. Ich weiß jetzt aber nicht, ob erst die Filme und dann die Spiele oder umgekehrt. So, da habe ich zwei Teile. Wenn ich mich irgendwo irre, berichtigt mich. Und die habe ich auch mal gesehen, aber ich kann mich überhaupt nicht mehr an die Filme erinnern, muss ich ehrlich gestehen. Nehmen wir uns mal die erste vor hier. So. Uiuiui, wie freizügig. Also da, meine Fresse. Und ich habe die ganz engen Hosen heute an.
Und ja, ne? Das ist doch mal. Und das gibt es, glaube ich, da gibt es auch solche Spiele. Ja, gut. Und ja, ist natürlich, ich zeige euch Filme, an die ich mich gar nicht mehr erinnern kann oder die ich noch nicht gesehen habe. Aber vielleicht entdeckt der ein oder andere und sagt, hey, das gibt sogar Musik zum Filmen. Hey, die kannte ich noch gar nicht, die Filme. Und wie gesagt, heute kann man alles googeln. Bonusmaterial, Länge ist 94 Minuten. Simba und ich haben eigentlich noch keinen Horrorfilm gesehen, außer dass er sehr oft mit mir die Tagesschau guckt. Da wird er auch immer ganz kreidebraun, wenn er das sieht. So, und der zweite Film. Ich fand ihn nicht schlecht, aber. Warte. Die sind natürlich aber auch keine. Oh, hat eine. Ah, so. Die sind natürlich jetzt keine Blockbuster, ja. Also. Bei Gurkengläsern hilft es ja manchmal, wenn man so mit einem Messer oder so mit einer Kettensäge mal so kurz unter dem Deckel, dass die Luft rauskommt. Beim Blähbauch ist das nicht zu empfehlen. Und hier muss man oben einfach so machen. Guter Trick von mir. So, ne? Ach, guck mal, da macht sogar ein sehr Ben Kingsley oder was. Das ist ein sehr bekannter Schauspieler mit. Der hat, glaube ich, mal Gandhi gespielt. Der macht heute auch jetzt bei vielen so eher so kleineren Filmen mit, aber der hat wirklich auch wirklich großartige Rollen gehabt. Wie gesagt, alles meine Meinung. So, weg mit dem schönen Film. So, was haben wir denn hier? Wing Commander. Werden vielleicht viele von euch nicht mehr so genau kennen. Das gab es damals noch auf dem PC. Ist auch nicht so meins. Also die Spiele an sich. Und damals war das ja sehr oft so, dass man Spielen auch real, also richtig gedrehte Szenen dazu gemacht hat. Das gab es bei Commander Conquer, aber hier auch so. Und hier macht, glaube ich, der Mark Dings mit, war? Der Mark, macht er da mit? So, nee, macht er nicht. Ach, guck an. Da macht mit, keiner von kennt. Ein actiongeladener Space Trip. Also zumindest gab es mal ein Spiel, das spielte auch im Weltall. Jetzt gucken wir mal rein, ob da irgendwas Besonderes zu zeigen ist. Naja, immer ganz gut, finde ich, wenn sie so eine Art Inhaltsangabe. Hat den jemand von euch gesehen? Wenn ja, gut oder nicht gut? So, dann haben wir hier, naja gut, da braucht man nicht viel sagen zu dieser Serie, Mortal Kombat. Ja, ich erinnere mich noch gut zu Sega Mega Drive Zeiten oder Sega Master System. Damals waren die Dinger auf dem Index und so manche Orthopäde hat dann eben versucht, auch mal die ein oder andere Maßnahme, Special Move, da für sich in Anspruch zu nehmen. Wenn zum Beispiel die Wirbelsäule schmerzt, das kommt vor, dann einfach rausreißen, zack, ne, ist gut, kriegt man hinten so ein Handyständer reingebaut oder so ein Kleiderständer oder so und zack, geht man wieder gerade. Und ja, hier hinten seht ihr mal ein frühes Kindheitsfoto von mir. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennt. Und Mortal Kombat ist natürlich auch sehr beliebt. Wie lange geht der? Ich weiß gar nicht, ob der 97 Minuten. Und ja, ich gucke da schon gerne zu, wenn da mal so ein bisschen orthopädisch zugehauen wird. Aber wie gesagt, Prügelspiele sind gar nicht so meins. So, Simbas Lieblingsfilme zeigen wir ein andermal. Dann Taken. Auch nicht meins, also spielerisch. Diesen Film habe ich ehrlich gesagt, und ich bin ja nie ehrlich, noch nicht gesehen, das heißt bei mir nichts. Da steht drauf, endlich der Film zum erfolgreichen Beat'em'up aller Zeiten. Also Tekken ist das beste Beat'em'up aller Zeiten. Würdet ihr das so unterschreiben? Wenn nicht, welches Spiel ist es dann, ne? Ach so, guck mal, das ist auch ganz gut immer. Ich mach das mal raus. Das hat auch so ein Wendeding. Sieht das nicht genauso aus? Warte mal kurz. Ja, ist genau dasselbe, oder? Okay, Wendecover. Was genauso aus wie. So, gut. Ja, also da ist ja schon klar, was da passiert. Ne? Hier Schnauze hauen und so. Aber manche macht da irgendjemand mit, den ich kenne. Zum Beispiel mit Gary Daniels, also wenn man das hier macht, dann geht man auf die 100 zu. Von The Expendables, Dings,
John Fu, ja gut, der kennt mir Batman Begins und Kerry Hitoyuki Takawa. Pearl Harbor. Jo, soll ich sagen, sind wir. So, und jetzt kommt ein Film, naja, also da muss ich ehrlich sagen, viele mögen diesen Herrn nicht, den Til Schweiger. Ich habe mir noch nicht so viele Filme von ihm angeguckt. Ja, ist eigentlich, ich kenne ihn aus der Lindenstraße so. Aber er ist auch sehr erfolgreich, hat sehr erfolgreiche Kinofilme gemacht. Und also da kann man als Regisseur und auch schauspielerisch hat er viel geleistet, so denke ich mal. Das ist die Uncut-Version, länger als im Kino, Special Edition. Und das war irgendwie gar nicht so meins. Ich weiß auch nicht. Also Far Cry, die Spieleserie an sich mag ich. Steht da jetzt irgendwo mal drauf, wie viel länger das ist? 94 Minuten plus Bonus. Mit Til Schweiger. Und Udo Kier ist eigentlich auch ein recht bekannter Schauspieler. Ja, habe ich auch noch nicht gesehen. Da ist auch wieder so ein Wendedings drin. Mal sehen, ob das jetzt mal... Warum sind denn die Wendecover immer genau dasselbe wie... Ach so, falls man das da haben will... Anywhere. Gut. Ich mache das jetzt nicht nur, um euch jetzt da ganz viel zu erzählen, sondern euch auch zu zeigen, dass es das gibt. Max Payne, auch eine sehr interessante Spielserie. Da war auch die PlayStation-Version sehr lange auf dem Index. Und Max Payne fand ich jetzt gar nicht mal so gut schlecht. Hat eigentlich Spaß gemacht zu gucken. Das ist die Extended Director's Cut Edition. Was heißt das konkret? Hier ist Audio-Kommentar drauf, Komplettlösung und Cheats. Ja? Und Länge 103 Minuten. Nein, in Farbe sogar. Nur für Blu-ray-Disc-Player geeignet. Definitiv eine der besten Spielverfilmungen der letzten Jahre, sagt Gameswelt. Jo, was habt ihr den Film gesehen? Gefiel er euch? Also, ich fand ihn nicht schlecht. So, ich störe hier Simba immer. So, jetzt kommen wir zu Tomb Raider. Das ist eigentlich eine Pre-Order. Das ist das, was ich euch mal erzählt habe. Dass es gibt ja diese Pre-Orders. Und wo dann hier ein Spiel draufsteht, was demnächst kommt. Und da kann man dann 10 Euro zum Beispiel zahlen und kann sich da schon das Spiel sichern. Und muss dann den Rest nur dazu zahlen. Und manchmal haben die Leute dann gedacht, oh, das Spiel gibt schon. Haben dann gesagt, hier, du Dingsbums hat das schon. Und dabei war das eine Pre-Order. Und manche haben sich noch gefreut. Ach, das kann ich ja meinen Kundenerlebnissen erzählen. Ich habe das mal erzählt. Ich weiß nicht, ob ich das schon veröffentlicht habe. Wo auch jemand absolut der Meinung war, dieses Spiel gibt es schon. Dabei war das eine Pre-Order. Und ich habe ja gesagt, pass auf, wenn du mir das Spiel bringst, dass es jetzt schon erschienen ist, dann bezahle ich dir das. Und eine Stunde später kam er. Das ist eigentlich eine Kundengeschichte. Und hat mir das auf den Tisch geknallt und sagt, so, 10 Euro bitte. Ja, warum 10 Euro? Ja, weil das nur die Pre-Order war. Da hat er sich ganz schön geärgert, als er da zu Hause ausgepackt hat. So, was haltet ihr denn von dieser Dame hier mit Schmollmund? Die war ja mit Brett, befreundet. Angeblich einer der schönsten Männer der Welt. Weiß ich nicht, ob das stimmt. Und ja, wie fand ich die Filme? Die Spiele waren größtenteils gut. Ja, also ich fand die jetzt gar nicht so schlecht. Warte mal, ich hatte doch, glaube ich, noch einen Tomb Raider. Achso, bei der Pre-Order war der komplette Film enthalten. Ja, also den ihr da gesehen habt. Warte mal, ich suche mal. Nee, suche ich nicht. So, hier haben wir doch einen Schmackele. Final Fantasy. Mein Handy macht immer so Farbausgleiche. Ja? Das werdet ihr vielleicht auffallen, wenn ich die und die Bewegung mache, dann wird das Bild wieder heller und mache ich so, wird es wieder dunkler. Irgendwie hat er da so seine Probleme mit dem Licht. Ich habe da schon alles ausprobiert. Diesmal habe ich es nicht so grell gemacht. Und das ist eine Steelbook, wie ihr sehen könnt. Und ich mag sehr gerne solche Filme. Square Enix oder Squaresoft damals hat ohnehin
wirklich teilweise in ihren Spielen hervorragende Zwischensequenzen reingemacht. Also das war ja damals Final Fantasy VII oder so. Das war damals alles der große Burner. So, hier haben wir nochmal den Herrn. Und von dem Remake soll ja angeblich jetzt drei Teile insgesamt erscheinen. Ein Teil ist schon erschienen. Und ich werde dann zuschlagen, wenn die entsprechend alle erschienen sind. So, hier ist der Film drin. Genau, entfallene Szenen und so weiter und so fort. Ist ein sehr, sehr schöner Film. Laufzeit 101 Minuten, kann ich euch bloß empfehlen. So, warte mal. Ich mag solche gut gemachten Animationsfilme. Ach so, sieht ihr hier. Doch, der habe ich auch noch, Tomb Raider. Nicht alle Tomb Raider-Spiele waren super. Ich habe auf der PlayStation 1 bei Tomb Raider, ah nee, Tomb Raider 1 habe ich mir damals extra einen Sega Dreamcast gekauft. Nee, Sega Saturn, Entschuldigung. Weil der Sega Saturn, da war das schon einen Monat früher erhältlich. Und also heute kriegt man wirklich Nasenkrebs, wenn man sich das anguckt. Das ist wirklich zu prickselig. Damals, aber für damals war das was Besonderes. Und dann habe ich auf der PlayStation den zweiten und dritten Teil gekauft. Und da habe ich mir dann immer das passende Lösungsbuch gleich dazu gekauft. So, das funktioniert. Was ist das hier eigentlich? Das ist Filmspezial 3D. Ah ja, gut, okay, das sind drei DVDs inklusive. Oh, hätte ich nicht gedacht, dass ich so einen lang habe, wa? Inklusive Spiel. Und das heißt dann nur Tomb Raider. So, ganz schön viel Zeug hier drin. Blablabla. Was ist da jetzt genau noch drin? Ist das schon gezeigt so? Was ist da jetzt genau drin? Das Spiel. DVD-Video mit spielbaren Lara Croft-Modus. DVD, bla. Oh, eine ganze Menge Spezials wie Musikvideos, drei Making-of und so weiter und so fort. Ja, mich würde mal eure Meinung zu diesen Filmen. Ich finde, das ist Popcorn-Kino, kann man gucken. Und die Frau, ne, kann man ja auch gucken. Ne? Hat jetzt zwar nicht viel mit Popcorn zu tun, aber man weiß es nicht. Ne? So, hier haben wir den berühmt-berüchtigten Alone in the Dark. Alleine in der Dunkelheit. Ich kann nämlich Englisch manchmal. Und das ist auch von Uwe Boll. Wenn ihr nicht wisst, wer Uwe Boll ist, einfach mal googeln. Ist ein sehr umstrittener Regisseur, der zum Beispiel auch sehr brutale Filme manchmal macht. Und über die qualitativen Werte seiner Filme wird viel gestritten. Es gibt ein paar Uwe Boll-Filme, die ich gar nicht so schlecht finde. Und gerade so im Horrorbereich versucht er manchmal so mit völlig unbekannten Schauspielerinnen und Schauspielern da doch ordentlich sich durchzumetzeln. Er ist aber sehr umstritten, jedenfalls bei den Leuten, die ich kenne. Viele halten von ihm gar nichts, aber länger und härter als die Kinofassung, inklusive Musikclips mit Nightwish in Flames und Dimmu Borgir. Warum haben die das Böse erwacht? Ja, und ein bisschen dies und das. Horror-Thriller in der ersten Liga, sagt Treffpunkt Kino. Ein düsteres Endzeit-Schocker mit tollen Effekten und imposanter Starbesetzung. Oh, guck mal, also der scheint eigentlich ja doch denn ganz erfolgreich gewesen zu sein. Ja, Alone in the Dark wird ja jetzt, denke ich mal, glaube ich, auch wieder aufgelegt. Mit besserer Grafik und so weiter. So, jetzt kommen eigentlich die Filme, die ich ganz gut finde. Wartet mal, geht nicht weg. Wie viele Minuten? Dann habe ich angefangen, 20 vor. So, da habe ich auch dies und jenes, die fand ich eigentlich gut. Die haben meiner Meinung nach auch musikalisch das eigentlich ganz gut eingefangen, die Spiele, weißt du? Und ja, also ich muss sagen, Silent Hill Filme, die ich bis jetzt gesehen habe, haben mir gefallen. Die haben auch diese düstere Atmosphäre und die Silent Hill-Spiele, die leben sehr, sehr, sehr auch durch die Musik, also spärliche Musikeinlagen und Soundeffekte, wo du dann wirklich manchmal denkst, du kriegst eine Krise. Wie gesagt, Pipi machen durch die Hose ist möglich.
Heftiger Schocker mit einer Überdosis Nervenkitzel, schreibt TV Today. Blutrünstige und trotzdem seltsam poetische Odysse durch die Hölle, sagt Cinema. Poetisch sogar. Und erschreckend gelungene Adaption der erfolgreichen Kult-Videospiele. Ein düsterer Horrortrip der Extraklasse, perfekt inszeniert von Christopher Gantz. Pack der Wölfe und Samuel Hadida, Resident Evil. Kann ich euch nur empfehlen. Also, genauso willkommen in der Hölle. Ungeschnittene Fassung ist das hier, wollte ich noch dazu sagen. Und das ist hier Platz 1 in den US-Kinocharts. Siehst du? Ja, man kann schon sehr viel Geld machen mit Videospielen. Ne? Also, heutzutage, der Trend geht immer mehr auch dahin, dass sich Leute, habe ich gerade jetzt eine Studie wieder gelesen, immer mehr Leute downloaden, also Streaming ist bekannt, oder dass sehr viele Leute in Spielen immer wieder so Verbesserungen kaufen, so Lootboxen und was weiß ich. Umstritten sind natürlich die, wo Leute sich was kaufen können und damit stärker sind und andere damit wegsäbeln, weil sie sich das durch Geld gekauft haben und nicht erspielt. Aber so andere Sachen zum Beispiel, wo man sich ein bessere Kostüme holen kann oder ein anderes Aussehen von irgendwas, die aber sonst keinen Einfluss haben auf die Spiel an sich, was jetzt Multiplayer etc. anbetrifft. Ja, es gibt so viele Free-to-Play-Spiele heute, die nichts kosten, aber was kosten können, das könnt ihr euch dann aussuchen. Sowas hätten wir damals in den 90er Jahren gerne gehabt. So, das ist hier Final Fantasy, auch ein Film dieser Art, aber jetzt ein bisschen anders. Das andere war so, wie soll ich sagen, also hier wirkt das alles sehr realistisch, die Figuren auch und so, aber alles so natürlich nicht in echt. Also das sind sehr gut animierte Figuren und alles sehr, sehr Gesichtsmimik und was weiß ich alles. Und ja, ich mag einfach Final Fantasy. Tut mir leid. Final Fantasy ist immer noch Final Fantasy 7 mein Lieblingsteil. Dann Final Fantasy 3. In Amerika hieß es 3. Ich habe das geliebt. Final Fantasy... warte mal. Ja, ich mag auch den 4. Teil. Ich mag auch den 12. Teil, den 10. Teil. Ja, so, hier sind verschiedene Trailer drauf und so weiter und so fort. Der Film geht 102 Minuten. Soweit ich weiß, war der ein Desaster, also ein Flop, ein finanzieller Flop. Ach, guck mal an, da haben wir noch eine Lara. Sieh mal an, noch eine. Wie heißt der Film? Die Wiege des Lebens. Und nochmal wieder mit Lara. So. Uiui. Guckt immer an. Also, ich sage ja, ihr müsst Frauen immer respektvoll und gut behandeln, sonst kann die Hausfrau zu Hause beim Karottenschnippeln eben auch mal gerne so sein. Und ja, ich glaube, Tomb Raider wird jetzt sogar meines Erachtens wieder gedreht, weitergedreht oder neu, aber mit einer anderen Schauspielerin. Ich weiß nicht so genau, woran das liegt, vielleicht an der Schwerkraft. Und was haben wir hier so drin? So, warte mal. Ich zeige euch mal. So, ja. Ich finde die Filme Unterhaltung. Ach so, hinten. Warte mal auf. Hier steht. Noch härter, noch schneller, noch besser als der erste Teil, sagt Coupé. Super schnell und super spannend. Ein Actionknüller der Extraklasse. TV14. Hollywood-Action auf höchstem Niveau, schreibt die Fernsehwoche. Unschlagbar und unwiderstehlich, die neue Lara Croft bringt mehr Sex, Speed und Spannung mit dazu, also auch Drogen von der Freundin. Mega Babe Lara Croft, Angelina Jolie, ist zurück. Brad Pitt ist zurück, cooler, erotischer und kompromissloser als je zuvor, schreibt die Bravo. Mein Dr. Sommer-Idol, ja, von der Bravo wurde ich praktisch nicht ja, aufgeklärt irgendwie so. Ja, ich habe damals einen Schock gekriegt, als ich den ersten Mal aufgemacht habe. Da war so ein 18-19-Jähriger mit einem Riesenpimmel drin und alles egal. So, Spider-Man. Diese Filme hier müssen basieren jetzt natürlich nicht unbedingt auf dem Videospiel oder so, aber es gibt so viel
Videospiele, die mit Spider-Man zu tun hat, dass ich dachte, das passt jetzt hier auch noch einigermaßen gut rein. Ja, ich liebe die Spider-Man-Filme zum größten Teil. Den letzten fand ich auch super. Und gerade im Kino machen die Spaß. Und ja, ein schönes Feuerwerk an gute Laune. Das ist hier die Steelbooks. Der Film geht 130 Minuten circa und hat wieder so zwei Discs und ein paar neue schöne Sachen. Und macht Spaß. Es gibt ja mehrere solche Dinger. Es gibt unendlich viele DVDs, die irgendwas mit Filmen zu tun haben oder umgekehrt. Oder Spielen. So, hier Resident Evil. Die Resident Evil Filme sind auch umstritten. Da gibt es meiner Meinung nach ein paar gute, aber auch ein paar nicht so gute. Ist meine Meinung, die mir jetzt nicht so gut gefallen. Ich kann euch jetzt nicht genau sagen, was ich erinnere mich nicht mehr. Mit Mila Jovovich von Bernd Eichinger. Ist ja nicht auch schon leider gestorben? So, weiß ich jetzt gerade nicht. Nicht, dass ich den jetzt schon tot mache, obwohl er noch lebt. Und ja, ist natürlich uncut. Ein geheimnisvolles Experiment, ein mörderischer Virus und ein tödlicher Fehler. Also der erste Film, der auch Corona thematisiert hat. Der ist ab 16 und... Ja, es gibt so Resident Evil Filme, die überhaupt nicht diese Atmosphäre einfangen in diesem Haus und alles. Und dann ist da auch immer so ein bisschen Science Fiction drin und so. Aber irgendwo muss sich das ja weiterentwickeln. Ja, man kann ja nicht ständig ein Resident Evil in einem alten Herrenhaus machen. Aber muss jeder selbst wissen, ob ihm das gefällt oder nicht. Ja, mir persönlich, wollen wir mal gucken. Das ist ja schon ein bisschen wie der erste Advent, ne? Was ist dahinter? So, okay. Und dann schauen wir mal, was da wiederum hinter ist. Okay, na gut, kann man so machen. Muss man nicht. So, auch so ein, ne, was immer das hier auch bedeuten soll. Und Kommentar der Darsteller, zwei Making-of, TV-Spots, etc. Ich habe auch einige... Resident Evil Mützen, Armbänder und T-Shirts. Also ich bin eigentlich ein sehr großer Resident Evil Fan, muss ich eigentlich so sagen. Und das ist die Extended Version, länger als die Kinofassung. Das ist auch manchmal so, oder? Man geht ins Kino und zum Beispiel von dem Film This is Elvis, den habe ich 1982 im Kino gesehen. Der lief hier im Kino, das ist Elvis. Elvis war noch nicht so lange tot, 5 Jahre zu dem Zeitpunkt. Und der lief 90 Minuten in Deutschland. Und ich habe den mir von meinem Taschengeld, ich weiß nicht wie oft, angeguckt. Da war ich 17. Und dann irgendwann stellte sich heraus, dass die amerikanische Version von dem Film eine Stunde oder eine halbe oder eine Stunde länger war, und das hat mich dann wirklich geärgert. Ja, weil man dann da hier so runtergekürzten Kram sieht, und jetzt kriegt man natürlich beide Versionen auf DVD und da holt euch auf jeden Fall die längere. Es gibt aber auch die Elvis, das ist Elvis, wo beide Filme, also die Kinofassung in Deutschland und da ist deutlich mehr Material drin zu sehen. So, das ist ein, also gerade bei Net und Flixbus gibt es ja sehr viele Filme zurzeit, die man sich da so angucken kann. Und das ist hier Animationsding mit Nonstop-Action und reichlich abgefahrenen Ideen, liefert denen eine klassische Resident Evil Show. Ja, also es gibt eine ganze Menge von diesen animierten Filmen und so weiter. Ich gucke sie mir auch gerne mal ein. Ich freue mich immer, wenn irgendwas drin ist, wo ich sage, ey, das haben sie aber gut gemacht, das erkenne ich doch aus dem Spiel oder so. So, und das müsste jetzt erstmal das letzte sein, Dead Space. Hat jetzt nicht so wahnsinnig viel mit dem Spiel an sich zu tun, aber es ist verkauft nur an Personen über 18 Jahre. Naja gut, damals war ich 3, das war ja noch okay. Sondern die dann den Namen haben oder sich spielt ja jetzt ja auch im Weltall. Sehen Sie den Tod ins Angesicht, die bluttriefende Vorgeschichte zum EA-Game. Achso, guck, gibt es doch ganz klaren Zusammenhang. Schön. Und geht 71 Minuten circa und ist ab 18.
Und Dead Space ist ja eigentlich auch eine sehr beliebte Serie bei euch und anderswo. So, das war's erstmal. Gut, hierzu brauche ich nichts sagen. Warte mal, um 20 Uhr, um 30 Uhr. Eine Sache erzähle ich noch. Ich erzähle euch mal eine eklige Geschichte. Damit meine ich jetzt nicht das optische Erscheinen von mir, sondern zu diesen ekelerregenden Dosen. So, weil jetzt die Gamescom gerade ist, erinnert mich das. Und zwar bei der Funkausstellung 1993. Da war ich auch noch Händler mit meinem ersten Laden. Da durfte ich in den VIP-Bereich rein und so weiter. Da habe ich solche Dosen auch gesammelt, aber da gab es natürlich noch kein Dreamcast oder so. Aber ich war oft bei solchen Veranstaltungen, bei der Funkausstellung oder auch bei der Vorgänger von Gamescom. Und diese Dosen, die wurden damals bei den Veranstaltungen, wo ich war, nicht verteilt, sondern die wurden von den Krawattenhainis und was weiß ich für Leute dort, den hohen Leuten getrunken. Und ich wollte unbedingt diese Dosen haben, am besten voll. Aber ich habe keine Chance. Ich habe versucht, denen das aus den Händen zu schießen oder irgendwie wegzuhauen oder Stühle auf den Kopf. Es hat nicht funktioniert. Und oh, das ist schon irgendwie ein bisschen eklig. Und dann habe ich die damals aus dem Mülleimer rausgeholt. Und die sind original so, wie ich sie damals aus dem Mülleimer geholt habe. Wahrscheinlich mit echter DNA-Spucke. Ich habe schon überlegt, ob ich das mal einschicke und mal gucken, was dabei so für Wesen rauskommen. Und ja, guck mal, der hat das zusammengedrückt, die Dose. Ja, da könnte ich dem noch links und rechts oder hier, guck mal, ist das nicht eklig? Ja, gut, die sind desinfiziert und alles. Und aber da könnt ihr mal sehen, wie man mich damals dazu getrieben hat, also als Hardcore-Sammler. Und wie gesagt, ich habe versucht, die auf den legalen Weg zu kriegen. Es hat nicht funktioniert. Inzwischen haben sie dann ja später dann auch noch sowas mal verteilt. Aber ja, das sind Energy Drinks. Nur zur Information. So, jetzt kennt ihr auch diese ekelerregende Geschichte. Aber auch ich habe so meine dunkle Seiten. Und eigentlich nur vorwiegend war. Und das ist, gehört mit dazu. Falls jemand mal irgendwie so ein über, also ihr kennt ja immer diese Koffer, die nicht abgeholt wurden und dann kann man die ja steigern und weiß nicht, was drin ist. Diese Dosen könnt ihr auch für ein Stück 800 € Dosen, wollte ich sagen, ersteigern und dann einfach mal irgendwie die DNA daraus spachteln und mal gucken, was dabei rauskommt. Vielleicht dürft ihr das sogar behalten. Ja, könnt ihr euch ja mal überlegen. Also das war's, euer Matti aus Berlin. Ich muss jetzt erstmal hier wieder nähen. Und ja, Simba schläft schon. Ja, ich würde sagen, das war's erstmal. Ich werde mich jetzt mal aufmachen und was essen. Bis dann, euer Matti aus Berlin. Warum geht denn das nicht? Oh, der war gar nicht an, oder was, die ganze Zeit?